So. So. Zauberküche links, ein Bäckerjung rechts. Nein, du machst das falsch. Joho. Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forza Multiplayer Gameplay. Wir sind heute in einem 1 gegen 1 Modus unterwegs und wir haben auf der linken Seite den guten alten Zauberküche gegen auf der rechten Seite einen Bäckerjung. Und wir schauen jetzt hier, wie die beiden sich hier schlagen. Wir sehen hier eine Map, wo die beiden mit dem Kern ein bisschen über der Kante hängen. Das heißt, man hat so ein leichtes Drehmoment von vornherein gegeben, was man ein bisschen beachten muss beim Bauen, dass man da nicht zu sehr in Schieflage gerät. Gleichzeitig muss man natürlich dann im Angriff darauf achten, den Gegner genau an dieser Stelle anzugreifen und die Schwachstelle auszunutzen. Da rocke ich hier mit dem Standardbild, die beiden Windräder, die Tech 1 und dann die Mine als letztes. Ein Bäckerjunge hinten, ein bisschen anders. Erst die Mine, dann die Tech, dann das Windrad. So wie man das vom Kultmaster gelernt hat. So, ich habe mir eben Wasser geholt. Da rocke ich hier mit der Early Expansion. Macht die vierte Mine schon vor der Tech 2, das ist natürlich ganz kritisch jetzt. Das ist erfolgreich, wa? Und es war natürlich auch abzuwarten, ob die beiden unten die Stelle auch raffen, dass man sich unten dran bauen kann. Also ganz wichtig ist hier die Stability Tech. Die muss gegeben sein, damit man einfach diesen Drehmoment ja, aushebelt. Es wundert mich auch, dass kein Coursing von Küche kommt. Das ist mal eine Map, wo ein Coursing wirklich Sinn gemacht hätte. Oh! Junge, so true, Alter. Den Coursing weg von der Kante. Aber leider kommt da nichts. Da Erde wäre auch enttäuscht, muss man ehrlich sagen. Oh, Cannons gegen Laser jetzt hier. Sehr interessant. Wenn nicht, dass die noch zuhören, dann wissen die ja, was der andere spielt. Jetzt hier suboptimaler Bild von Zauberküche. Da ist jetzt da sind jetzt die Querstreben nicht abstützig mit der Mine nach oben. Das ist immer schlecht. Da muss man den mal doppelt beschützen. Achtet darauf, dass er immer so eine Mindesthöhe hat. Bei den Querstreben. Also hier bei diesem Schlauch, je nachdem was man bauen will, will man natürlich auch immer da Gunner platzieren können. Für den Fall, dass da irgendwas kommt Richtung Hofezahl, dann hat man hier direkt einen Trench. Also wenn diese Balken gerade wären, wäre das ganz schön. Ach, der Amtssprache ist Deutsch. Was hat man denn da? Trenchcoat. Ein Cringe-Coat. Ein Bäckerjunge jetzt hier auch. Aber der baut den Gigarüssel, Junge, holy shit. Ich glaube, der riecht hier irgendwas, was nicht kommt. Das hier ist auch sehr riskant, was Küche hier gebaut hat. Mhm. Ein Bäckerjung. Baut auf jeden Fall schon mal viel Anti-Air. Ist natürlich gefährdet. Wenn hier unten abgesäbelt wird, reißt seine ganze Basis im schlimmsten Fall mit nach vorne mit. Das stimmt, ja. Also unten eine Bassor jetzt rein wäre sehr, sehr kritisch. Da wäre die Runde schon vorbei, ja. Tabokküche jetzt hier mit der Open Cannon, Junge. Der ist ja richtig cocky. Also, was... Zauberküche hört zu, aber leider reicht es nicht aus. Da wurde die Verbindung einfach nicht abgetrennt. Anscheinend hören beide zu. Es ist natürlich auch wichtig, insbesondere für einen Bäckerjung, sich nach hinten zu connecten, damit er nicht nach vorne überfällt. Muss einfach an den Boden gebaut werden. Du, so, das muss ich jetzt in aller Deutlichkeit nochmal sagen. Ich meine, Küche hat sich connected, ist aber auch jetzt nicht so connected, dass ihn das halten würde, wenn er fällt. Bei beiden fehlt es da einfach wirklich an der Sicherheit, sich hinten festzuhalten. Junge Asgard, ich habe mir genau das gleiche gedacht, ohne Witz. Das Küche einfach so schreiben, ich höre nicht zu. Boah, Küche, Junge, wie kann man so cocky unterwegs sein, ey? Da geht sie nach vorne und unter den Windrädern, das kann auch zum Problem werden, wenn das weggeschossen wird. Hä? Hintergrundholz? Nee, er hat doch die Längsbalken mit auf Vordergrund, aber er war Kern. Zwei, stimmt. Kann passieren, dass die Windräder dann absacken, wenn das weggeschossen wird. Ja, manchmal sacken Sachen halt ab, ne?
Nee, scheiße, die sagt oft ab. Also man muss auch sagen, Küche Strat ist echt risky. Aber ultra, kann natürlich trotzdem zum Erfolg führen. Okay. Oh, stabiler Schuss. Not bad. Kern ist beschädigt, aber nicht so krass. Ne, Kern liegt nochmal deutlich höher, aber die Kanone ist natürlich hier richtig angreifbar. Also wenn da mal ein Lasershot oder sowas durchgeht, durch die Stahlbalken, dann könnte das hier richtig absacken. Könnte das anders aussehen, Junge. Wie jemand nach einer Gesichts-OP. Der längste Schild der Welt ist auch am Start. Ja. Weiterer Schuss in die untere Hälfte des Forts bringt leider nichts. Oh, Küche mit der ehrenlosen Schild vor der Cannon-Taktik, Junge. Tja, man muss sagen, Einbecker Jung hat natürlich den Hardcounter. Alternativ Wiese, den Hardcounter, hat aber nur eine Tür. Das ist natürlich Risiko. Boah, ein Bäcker jetzt noch im Gönnermodus für die Stahlbranche unterwegs, ey. Ja, ist aber notwendig. Sonst ist der Laser gleich weg. Oh, hätte der Bäcker und jetzt keine Rainer-Kopfhörer. Oh, zu spät. Ja, das war wirklich knapp. Schön die Wasser rausgenommen. Aber da muss jetzt noch mehr kommen. Man bräuchte im Prinzip von links einen Howitzer. Nee, einen Howitzer braucht man. Auch. Und. Oh, oh, oh. Das ist gut, wenn er das nochmal macht. Die kann nicht repariert werden so lange. Wenn er da nochmal trifft, dann ist die weg. Exakt. So sieht es nämlich aus. Alternativ würde ich mit dem Feuerlaser die Windräder fokussen, weil Küche hat 1, 2, 3, 4 Schilder und eins vor der Kanone. Die können nicht betrieben werden, wenn es keinen Strom gibt. Das heißt, ja, in die Windräder reinhalten, eventuell noch die Mine mit beschädigen. Oh yes, baby. Geht sie kaputt? Ja, sie geht kaputt. Eieiei, die macht noch mehr, also schon einen halben Balken weg bei der anderen Kanone. Das tat weh. Ja, ressourcentechnisch eine ganz schlimme Nummer. Wieder Splash Damage, jetzt muss echt aufpassen hier. Ein Bäcker Jung braucht einfach mehr vom Core, obwohl der Kern noch wirklich viel Leben hat. Der Rauch nur minimal. Tauküche löscht jetzt hier löscht die Türen. Der Winkel könnte jetzt passen. Oh mein Gott. Oh. Und in den Schild kommt doch nochmal davon, ey. Also, ein Bäcker Jung könnte, glaube ich, mit einem High Sniper auch die Kanone treffen über die Türen hinweg. Mhm. Aber den hat er leider nicht. Das war's mit dem Feuerlaser. An der Stelle eigentlich schon. Ja, das sieht böse aus. Ganz böser Hit. Eieiei. Tja. 4 Minen hat er. Er hat die Lasertech noch. Da kann man noch ein Comeback starten. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja doch, Asuka, da sind sie, Süße. Aber halt auf der falschen Seite. Die Sniper jetzt auf die Minen einaimen. Oh, der Windturbinenblock, Junge. So machen das Löwen. Ich glaube, der will einfach nur Windturbinen haben. Scheiße. Nein, er macht einen Windturbinenblock. Wir glauben an unsere Zuschauer. Wir sind keine Hate-Community. Aber Küche, da muss der Fokus jetzt auf die Windräder gehen. Also Windräder und die Mine oben. Wenn die Economy raus ist, kann da keine Waffe kommen. Ein Bäcker Jung hat viel Stahl in der Verteidigung. Das ist natürlich auch viel Gewicht, was da
ist, wäre der etwas tiefer gekommen, hätte was gehen können. Stück auf. Schießt aber dann nicht. Oh, kriegt der jetzt aber raus oder nicht? Ich krieg den nicht raus! Das Aiming! Das Aiming! In allerletzter Sekunde, ey. Also wäre der nicht rausgegangen, wäre es gefährlich geworden. Ja. Jetzt die Buster hinterher, unten unter die Stahlbalken, aber da kommt nichts. Wofür hat er die Bassos? Gleich ist ein Bäckerjung safe und die Bassos werden unnütz sein. Da ist überall Stahl, keine Chance. Hier unten muss er rein, das weiß er natürlich nicht. Wir müssen noch ein Salzwerk-Zitat bringen. Hm. Irgendwie sowas wie, was ist passiert? Ich habe nichts gesehen. Was? In der letzten Cast schon wieder. So. Der ist einfach den Feuerlaser raus und er sagt, er hat es einfach nicht gesehen. So. Und dann so, ach, der Feuerlaser ist weg. Wie ist denn das passiert? Junge, ich bin ja so tilt, ne? Jetzt einfach so, oh, guck mal hier, da ist ein Gebäude. Oh, was ist passiert? Einer ist tot. Warum? Die arme Küche hat keinen Strom für die Bass. Achso. Das ist natürlich fahrlässig. Also niemals Open Weapons bauen. Aber der Windblock, ja, der Windturbinenblock. Musst du dann mal gegen husten. Boah, Junge. Keine Chance, der Windturbinenblock. Den Mond ansägen, ey. Einfach too strong. Aber er hat gleich seine zweite Cannon fertig. Mit dieser Cannon muss er den Druck oben auf den Feuerlaser bringen. Sonst hat er gleich ein Problem. Entscheidet sich. Ja, jetzt die Wasser, jetzt die Wasser. Dann geht da was. Oder die andere Cannon, Junge. Ja. Da fehlt der Laser, die hat er ausgewählt. Ja, da ausgewählt, aber schießt nicht. Jetzt schießt er mit der Wasser. Und zu hoch. Dann hat er einfach keinen Strom. Ja, da sind einfach zu viele Schilde. Ja. Oh, jetzt ist er eingeaimt. Ein Bäcker muss da jetzt ein bisschen mehr Holz vorkloppen. Beide Parteien könnten auch über Sandsäcke nachdenken. Die bringen natürlich mehr gegen Feuerlaser als gegen jetzt Kanonen, aber auch bei Kanonen bremst man damit schon was aus. Oh, er pre-aimt den Sniper ein, Junge. So macht das ein Löwe. Ja, da sind die Top 100 bald drin, aber ganz sicher. Oh, jetzt muss er wirklich was machen, dein Bäcker, Junge. Jetzt ist der Kerl wirklich. Aber der kriegt. Ist schon Helmut Schmidt-Niveau jetzt. Ja, der ist schon schwer am Rauchen, das stimmt schon. Aber er hat noch viel Stahl davor, auf jeden Fall. Boah. Wunderbarer Schuss. Einfach mit der Cannon. Wir gehen direkt rein. Hier von oben quasi den Splash genau über den Chor gebracht. Das war. Über den Chor. Über den Likör. Likör. So, jetzt kommt der Schuss angeflogen. Ja. Das war eine wunderbare Runde, wie ich fand. Ja, die war echt nice. Sehr unterhaltsam.